Zuhinterst hinten im Luttertal steht seit einem Jahr ein Jurtendorf. Dort können Touristen übernachten, die Ruhe und Einfachkeit suchen. Doch wie entsteht so eine Jurte? Der Willi Sarbot war dabei und Andrea Weibel und ihr Team die grösste von ihren Jurten gebaut haben. 9 Meter Durchmesser hat sie. Also als allerersten Schritt stellen wir den Boden auf. Das sind normalerweise bei uns Teile, die man wieder auseinandernehmen kann. Speziell in dieser Jurte haben wir jetzt einen fixen Holzboden gebaut. Und nachher kommt das Rad, wird das Rad aufgekiefert. Bei dieser Jurte war das eine ziemliche Sache, weil es ein Riesenrad ist und Stützen hat. Sonst bei kleineren Jurten stehen wir auf die Leiter und haben es. Und nachher werden die Scherengitter, also die Wände, das sind so wie Gitter, die man auseinanderziehen kann und wieder zusammenfalten kann, werden die aufgestellt, durchgesetzt. Und nachher werden all die Dachstangen, das wird schön abgezählt, pro Scherengitterkreuzpunkt ist ein Loch auf dem Rad und das geht dann auf, bis alle Dachstangen drin sind. Und dann ist das Gerüst fertig. Und dann wird das Lebensband, sagen wir dem, das Band, das eigentlich oben am Scherengitter durch montiert wird, wo eigentlich auch die ganze Jurte zusammen hat, montiert. Und dann kommen die verschiedenen Durchschichten. Zuerst kommt das Innentuch. Nachher, normalerweise kommen Isolationsschichten, 1 bis 3, je nachdem wie winterfest die Jurte soll sein. Dann kommt das Regentuch und am Schluss kommt noch ein Aussentuch, das eigentlich so wie das Päckchen macht. Die Luft hat dann keine Angriffsfläche mehr und es schützt dort die Jurte vor UV-Strahlung. Und nachher sind eigentlich alle Tücher drauf. Kommen die Bänder ringsum, die 3 Bänder, die man sieht, die auch helfen, das Päckchen machen. Sie werden den Boden abgebungen als Sturmsicherung. Und ganz zum Schluss kommt die Kuppel oben drauf. Und dann ist sie fertig. Die grosse Jurte wird als Aufenthaltsraum beim schlechten Wetter gebraucht. Es ist die einzige von der Jurte im Jurtendorf, die in der Mitte Stützen hat, wie das auch die traditionellen mongolischen Jurten haben. Von denen hat Andrea Weibel das Grundprinzip abgeschaut und auf ihre Bedürfnisse angepasst. Damit ihre Jurte keine Stützen brauchen, hat sie das Dach etwas steiler gemacht und so die Statik verändert. Die Türen sind nicht aus Holz, sondern aus Glas. So lässt sie das Licht ein und man kann raus schauen. Und was hat sie sonst noch verändert? Dass wir die Plexiglaskuppel oben drauf haben, wo viel Licht von oben reinkommt. Das ist echt der Hauptunterschied. Und dass unsere nicht farbig waren. In Mongolei sind sie wirklich orange, grün, also richtig farbig bemalt.